Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief, zurück in unserem Glockenturm. Zuletzt ein Gespräch mit, ich vergesse, wie sie heißt, diese alte Frau, gehabt. Jedenfalls haben wir herausgefunden, dass wir hintergangen wurden, dass wir ausgenutzt wurden und dass Orion ein ziemlich schlimmer Hund ist. Unsere nächste Aufgabe ist, nicht hier zu finden, sondern Ziele. Da. Erreiche die Kathedrale im alten Viertel. Wobei ich mich wirklich gerne mal um diese Bankgeschichte kümmern würde. Durchsuche Black Market nach dem gestohlenen Schädel. Vittori vermisst ein verblüffendes Orakel der Zukunft. Ah ja, warte. Machen wir das doch besser so. Zurück. Ja, okay. Ich gucke einfach mal, was sich jetzt so ergibt. Ich hatte jetzt, wie irgendwie einige Male zuvor auch schon, nicht unbedingt vor, jetzt direkt mit der Hauptquest weiterzumachen. Ich gucke mal, was sich jetzt halt so ergibt. Wenn ich den denn dann doch schnell in der Nähe sein sollte. Uah, Entschuldigung. Bin vor ein paar Stunden aufgestanden, bin irgendwie immer noch nicht so richtig wach. Hab auch die letzte Nacht nicht so viel geschlafen. Die Kathedrale steht im alten Viertel. Sie ist verlassen, seit die Leute zurückdenken können. Euch für immer. Es ist nicht zu spät, Freunde. Empfangt die Dämmerung und kommt zu uns. Jawohl. Okay, in dieser Richtung wäre wohl das Quest, was ich jetzt, die Quest, die ich jetzt gerade verfolge. Allerdings muss man dann auch wieder zusehen, wie man da hinkommt. Hui. Zumal hier auch... Au! Was ist da drüben los? Nichts. Scheiße, das war ein bisschen tief. Falls da jemand ist, sollte er lieber rauskommen. Ja, komm. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Warten in den Rohren vielleicht. Diese Typen hier überall rum verwenzeln. Hallo, mein Freund. Von diesen neuen Lampen krieg ich Kopfweh. Oh. Sie ist positiv. Jetzt verhungern wir wenigstens bei Licht. Super. Das hat doch was. Einer meiner Zähne wackelt. Okay, kleinen Moment, ich speichere kurz. Hier draußen in der Stadt so frei rumzulaufen, ist immer so ein bisschen, naja, würde ich sagen. Ich muss schlafen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dieser Gegend jetzt kein Stück näher gekommen bin. Ich will eine Karte haben. Eine richtige Karte. Eine große Karte. Was ist denn die Möglichkeit? Ziele. Karte ansehen. Aha, da haben wir es doch. Okay. Wahrscheinlich käme ich über die Straßen darüber. Stone Market Blackfellow. Okay, also doch über die Straßen. Mal schauen, wie weit man so kommt. Hui. Warum ducke ich mich eigentlich? Das ist total überflüssig gerade. War ich da schon drin? Ich glaube schon. Geh da runter. Geh da runter. Hopp. Zack. Hier läuft ja kaum jemand rum. Nicht, dass ich irgendwas dagegen hätte. Ganz im Oh, hi. Ich geselle mich mal zu dir, mein Freund. Weil ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Ha! Haha! Hä? Hat sich die Quest bewegt? Nein. Aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss nämlich doch hier lang. Oder? Bin mir ziemlich sicher, dass ich hier lang muss. Hui.
Raben darf man nicht essen. Warum nicht? Das bringt Unglück. Über dem Feuer geröstet schmeckt Unglück gar nicht so übel. Hey, ich glaube, da war wer. Nein, war das gut. Ich mache mir auch gerade irgendwie kaum Gedanken darüber, ob mich jemand sehen könnte. Unter anderem auch, weil irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass sie einem so furchtbar gefährlich werden können. Das ist eine total törichte Ansichtsweise, merke ich. Ich weiß. Aber jetzt laufe ich immer noch in die falsche Richtung. Da längs muss ich doch. Ich sollte vielleicht erstmal irgendwen finden, der mir irgendwas verkaufen kann, oder? Naja, was soll's. Liest du Zeitung? Da Nein. steht, die Tierkeulung hat funktioniert. In der Tat, die Tiere sind was? Alle tot. Aber die Schwermut ist noch da. Ich kann nicht lesen, aber ich rieche den Dayport-Mist. Oh. Sehr schön, sehr schön. Gib mir das. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese Platten alle finde. Ich finde die eigentlich immer nur so ein bisschen durch Zufall. Was haben wir denn da? Das hat offenbar nichts bewirkt. Nein, hat's auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, das bewirkt etwas, wenn ich alle von diesen Dingern einmal gedruckt habe. Oder? Irgendwie so? Klingeling. Okay, jetzt müsste ich eigentlich doch schon ganz in der Nähe sein, oder nicht? Absolut! Oh, ich habe meinen dämlichen Orientierungssinn. Das ist doch zum verrückt werden. Okay, komm. Gehen wir mal da hoch. Vielleicht komme ich ja auf den Dächern weiter. Aha. Da war auch so ein Ding dran, richtig? Das habe ich aber schon mitgenommen, soweit ich weiß. Da vorne blinkt irgendwas. Das will ich haben. Nur, komme ich da so hin? Nein, anscheinend nicht. Wow! Ja, sehr schön. So viel dazu. Das passiert, Leute, wenn man nicht guckt, wo man hinläuft. Dann nach dem gestohlenen Schädel. Ja, habe ich ja vor. Aber ich muss immer noch schauen, wo ich hin muss. Okay, wenn ich über die Dächer gehe, erscheint mir das wenig sinnvoll, oder? Ich versuche es einfach mal. Zack. So. Wollen wir dann rüber ins Berg? Gleich ab. Ja, ungefähr, das könnte hinkommen. Kann ich hier weiter? Bringt mir das irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Vielleicht. Kleinen Moment, ich speichere einmal. Ich will mal gucken, was hier drin ist. Kann ich da rein? Ich will da rein. Hallo. Oh, Falle. Ah, hier war ich doch, glaube ich, schon mal drin. Richtig? Ich meine, hier war ich schon mal drin. Ja. Okay. Dann hat sich das soweit erledigt. Dann gehe ich einfach wieder raus. Hui. Könnte ich jetzt hier einmal so ringsrum gehen? Was ist denn aus dieser Stadt geworden? Ups. Hey, wieder hoch. Ich will hier hoch. Danke. Nett von dir. Ist, glaube ich, irgendwie ein Kreis. Kann das sein? Ja, kann sein. Also doch wieder zurück. Och, das ist doch zum Kotzen. Ja. Los, hoch da. So, jetzt bin ich hier. Ich wollte aber gerne hier längs. So, da. Kann ich jetzt nämlich hier rüber. Und dann hier nicht weiter. Hier aber.
Wenn ich jetzt irgendwie hier runterkomme. Ohne zu sterben, bitte, danke. Kotzt dich aus. Die Götzen gehen zurück zur Kathedrale im alten Viertel. Was wollen sie da? Dort spukt's. Sie haben viel Blut an den Händen. Vielleicht die alten Götter um Vergebung bitten. Meine Großmutter hat immer gesagt, die alten Götter... Okay, jetzt habe ich's, glaube ich. Das könnte gut aussehen. Au. Ach Mann, ey. Warum funktioniert denn das nicht? Weil das dazu da war, um auf das Dach zu gehen. Ich weiß. Ist ja gut. Ich war aber doch schon so nah dran. Ich bin wieder hier, das ist sehr schön, okay. Heißt, ich gehe wieder hier runter. Eine Woche lang Edelsteine scheißen. Ja, genau. Kann ich da drauf? Ja, kann ich. Von hier aus, das Nest habe ich schon geplündert. Könnte ich da drauf und dann da hinten längs? Aber hier laufen so viele rum, mein Gott. Ist ja gefährlich. Vielleicht doch oben rüber? Ich weiß es nicht. Hopp. Und zack. So. Oh. Hallo. War ich hier auch schon drin? Wahrscheinlich. Ja, ich war hier schon drin. Ich sehe das gerade an dem Bild. Das habe ich nämlich schon mitgenommen. Da war zumindest mal ein Bild. Glaube ich. Moment mal, wenn ich da jetzt aufschraube, was passiert dann? Könnte ich da durch? Ich meine, klar kann ich hier durch, aber wo komme ich dann raus? Hier komme ich raus. Cool. Heißt, ich muss jetzt nur noch irgendwie darüber kommen. Erstmal runter, Garrett. Vorsichtig, tu dir nicht weh. Oh, scheiße. Okay, wo läuft er hin? Mit ihren dämlichen Fackeln. Na komm, lauf. Nicht diesen Weg, nicht diesen Weg. Geh zurück, geh zurück. Danke. Sieht aus, als würden die tanzen. Immer schön die Feinde im Auge behalten. So. Aha. Oh, hier bin ich im Hellen. Nicht so schön. Hier komme ich aber gar nicht durch, oder? Komme ich hier durch? Doch, natürlich komme ich hier durch. Und. Jawohl. Bingo. So. Allerdings so müde. Oh, ja, ich auch. Wow. Okay, hier ist einiges in Flammen. Ich gehe mal ganz kurz speichern. Was ist das denn da oben? Das kann ich kaputt machen, richtig? Ah, bingo. Okay, Seilpfeil war die... Ach, richtig. Palim? So. Hoch. Hoch, 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 hoch. Nicht zu weit springen, mein Freund. Nimm das mit. So. Hey, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt. Mein Gott, wo kommt dieses ganze Feuer her? Das ist doch zum... Eieiei. Die Stadt ist voller Hoffnung, Schwester. Absolut. Das sieht super hoffnungsvoll aus. Ich muss da noch weiter? Okay. Ich muss nur erstmal irgendwie hier runterkommen. Das wird viel schwieriger. Ich sollte vielleicht wieder über den Seilpfeil hier runtergehen, oder? Das denke ich mal, ist immer noch am sinnigsten. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Ja, ne?
sowas aber auch. Wow. Ich finde das mit den Funken ist hier sehr cool gemacht, dass das immer so alles in der Luft flimmert hier. Überhaupt finde ich die Grafik irgendwie überwältigend. Aber ich glaube, das habe ich auch schon öfter erwähnt. Ah, was ist das jetzt? Die Stadt ist voller Hoffnung, Schwester. Muss ich nur zusehen, wie ich da hinkomme. Ohne gesehen zu werden, möglichst. Das könnte schwierig werden. Speichern. Zumal diese Frau jetzt hier die ganze Zeit rumläuft. Was soll das? Funke, Funke, Funke. Das ist voller Hoffnung, Schwester. Warum, was ist da mit 102? Nein! Nein, ich laufe in die Richtung der Hauptquest. Scheiße, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Und das die ganze Zeit. Überall Ratten. Oh, Mist. Ich laufe doch tatsächlich in die Richtung der Hauptquest. Das ist doch zum verrückt werden. Wartet ganz kurz, ich muss die Ziele irgendwie mal anders... ich möchte ganz gerne... Story, Auftrag von Basso. Kundenauftrag. Ich würde ganz gerne... Ja. Oh, die hier habe ich jetzt verfolgt. Richtig? Nach dem gestohlenen... Ja, super. Und ich bin natürlich wieder Richtung Hauptquest gelatscht. Mann, scheiße. Ach, warte. Dann lade ich einfach nochmal. Ach, scheiße, ich habe hier vorne gespeichert, ne? Ah, super. Ja, wundervoll. So, zurück. Weil es ja so schön war. Ich dachte, das ist... Mein Orientierungssinn ist legendär, wirklich. Das ist der Wahnsinn. Im Journal kannst du Fokus-Upgrades freischalten und deine Fähigkeiten verbessern. Stimmt, ich habe einen Fokuspunkt. Oder? Ich meine, ich hätte einen Fokuspunkt. Okay, 92. Das müsste der Punkt sein, den ich jetzt verfolgt habe. Heißt, ich muss in diese Richtung. Hoffentlich ist das nicht schwermutig. Zack und zack. Wow! Hi! Du! Kann mir noch mal einer sagen, wie ich renne? Keine Ahnung, wie ich renne. Au! Yay! Ist das geil, wenn man seinen Feinden direkt in die Arme rennt. Das ist doch... Oh, dieser Nervenkitzel, den man dann verspürt. Das ist der Wahnsinn. Warum habe ich nicht nochmal gespeichert? Dieser Part ist voll für den Arsch. Kann das sein? Ja, das kann sein. Ich bin schon fast wieder bei 20 Minuten und habe einfach nur festgestellt, dass ich die ganze Zeit in die falsche Richtung gelatscht bin. Ich muss mal kurz gucken, wo ich renne. Irgendwie habe ich keine Ahnung mehr, wo ich renne. So, danke, 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 danke. Nein, da, Optionen. Maus und Tastatur. Laufen, Umschalt. Ah ja, okay, klar. Natürlich. Der ist doch gar nicht wahr. Da habe ich Fokus. Wartet ganz kurz. Auch Umschalt. Meinen Fokus hätte ich aber gerne auf... Nee, nicht auf F. F ist Blödsinn. Fokus? Wo hatte ich Fokus? Auf Strick. So. Habe ich jetzt alles? Q, V, R, Z, M, 1, 2, 3, 4, 5 und ganz viele. Nächste Waffe vorige. F1, HG, F5, F9. Okay, sehr gut. Na also, jetzt kann ich doch was damit anfangen hier. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich den da nicht wieder direkt in die Arme renne. Das wäre dumm. Hey, hier kann ich doch bestimmt durch. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich da rauskomme, aber das ist mir auch vollkommen Schnurzpiepe. Weil... Hauptsache, ich kann diese Typen da oben irgendwie umgehen. Oh, es ist auf einmal so hell. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Ja, wünschte ich mir auch. Ich könnte mal wieder was zu futtern gebrauchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die ganze Zeit... Obwohl doch, ja, während ich da über diese Brücke gelatscht bin, habe ich ziemlich oft was gefuttert, um ehrlich zu sein. Aha, aha, aha. Okay, hier war ich aber schon mal, wie es aussieht. Nein, nicht, nein! Ach, scheiße. Wenn man das einmal gemacht hat hier, ne? Einmal gesagt hat, dass der da herein sein, geht der da nie wieder raus. Schloss knacken. Ich will erstmal gucken, wo ich da lande.
Wahrscheinlich hier mitten auf der... Nein, alles gut. Okay. Schloss knacken. Bitte, danke. Und diese Dietriche sehen irgendwie so edel aus, wenn man hier diesen Hintergrund bedenkt. So. Also das Schlossknacken finde ich ein bisschen zu einfach. Das hätten die wirklich ein bisschen komplizierter gestalten können. Also, meiner Meinung nach. Ich denke mal, andere sehen das durchaus anders. Ich muss da in die andere Richtung. Ah, ich kann aber hier hoch. Bin ich denn jetzt blöd? Ich bin ja doch quasi nur einmal im Kreis gerannt. Das ist doch ätzend. Okay, schnell, schnell, schnell. Nein. Wer schleicht da herum? Ich bin's. Keine Panik, ich habe nichts Böses vor. Ich will nur... Ratte! Okay, da längs. Heißt, ich kann hier hoch. Ah ja, okay. Der altbekannte Weg, den ich auch vorhin gegangen bin und gehen wollte und... Was ist hiermit? Kann ich da durch? Ist das ein Loading Screen? Nicht, dass ich jetzt... Ja, das ist ein Loading Screen. Hey! Naja, vielleicht... hoffentlich komme ich da in einen anderen... Nein, das ist einfach nur eine Wohnung. Alles klar. Aber dadurch komme ich auf die andere Seite. Das ist schon mal schön. Da ist allerdings eine Falle, die ich so offensichtlich nicht entschärfen kann. Ja, blöd, ne? Kann ich hier drüber? Ich kann hier drüber. Ach, cool. Dann kann ich die Falle dann umgehen. Sehr schön. Aber die kann ich nicht mehr umgehen. Oder? Kann ich auf das Bett? Cool, ich kann auf das Bett. Gut, dann umgehe ich damit auch die. Sehr schön. Jetzt sind es noch 46 Meter. Allerdings muss ich wieder zusehen, dass ich hier irgendwie runterkomme, ohne mich umzubringen. Ja, ah, sehr schön. Okay, hier runter, da wieder hoch, da durch. Und ich glaube, das könnte funktionieren. Nicht wehtun, nicht wehtun. Spring, spring, spring. Danke. So. Zack. Da, 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 da. So, jetzt noch hier durch. Badabadam. Komm schon, komm schon. Und. Ah, warte, hier komme ich gar nicht durch. Aha. Ich habe jetzt einen Schreck bekommen, ey. Ist ja Wahnsinn. Gibt's hier Hunde? Hört sich was an, als gäbe es hier Hunde. Oh, es scheint ein... Scheint ein Hobbyjäger zu sein, der hier sein Unwesen treibt, wollte ich schon sagen. Kann ich hier nicht ran? Ach, schade. Dann verpasse ich einen Schnitt so breit wie sein großes Maul. Ja, meine Meinung. Was denn? Nichts zum Holen hier? Oder war ich hier auch schon drin? Oh, die arme Krähe. Schloss knacken. Nur wenn da auch was zu holen ist. Bei 4 Schlössern ist das schon echt... Hui. Einmal... Zweimal. Dreimal. Und komm, den letzten finden wir auch noch. Mir tut der Rücken da. Weh. Ach je. Vom ständigen Rumstehen und Rumlaufen tut euch der Rücken weh. Das ist ja mal... Ah. Wer hält denn tote Krähen in der Truhe? Das ist doch abartig. Okay. Hier raus. Ich hoffe, das ist ungefähr richtig. Die Nacht ist schwarz wie das Lächeln eines Mädchens aus der Sugar Lane. Oha. Sehr interessanter Vergleich, mein Freund. Okay. Ich könnte... Nichts als Ratten kann Vergnügen. Hoppala. Wie es aussieht, könnte ich hier oben links. Palim, palim. Kann ich mich dann darüber schwingen? Ah ne, ich kann mich runterlassen und dann darüber. Okay, speichere aber mal ganz kurz. Und dann geht's hier rüber. Ich brauche mal allein einen Part, um diese komischen Wege zu finden. Das ist doch... Das ist doch. Dieses das ist doch, sage ich auch in letzter Zeit sehr, sehr oft, kann das sein. Aha. Kann ich hier durch? Natürlich kann ich da durch. Aber wo führt es hin, ist immer die Frage.
Oh, da geht's runter. Okay. Kleinen Moment. Speichern. Speichern. Danke. Und... Ey! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh! Meine Güte, erschreckt mich doch gefälligst nicht so. Ui. Okay, wie es aussieht, war das eine Abkürzung. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Geh da hoch. Jetzt habe ich noch 21 Meter. Das ist doch schön. So gefällt mir das. Da! Okay. Auf und hier durch. Südviertel, ja, ich möchte in das Südviertel, danke. Okay, dann habe ich es zumindest zum Südviertel geschafft. Ich bin wirklich begeistert. Nach 26 Minuten und einmal in die falsche Richtung rennen. Und das tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass ständig irgendwelche Parts so in die Hose gehen. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr. Und dann sage ich an dieser Stelle dann auch erstmal Tschüss. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch, wie gesagt, trotzdem gefallen. Es war nicht so schlimm für euch. Lasst doch eine Bewertung da. Ich würde es verstehen, wenn ihr eine negative Bewertung oder sowas da lasst. Aber ein Kommentar wäre dann auch nicht schlecht. Abonnieren nicht vergessen. Dann verpasst ihr auch nie wieder meine neuen Videos. Und vor allem unten in die Videobeschreibung gucken. Da sind nämlich wichtige Links drin. Entschuldigung. Bin auch etwas müde. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part, wenn ich vielleicht endlich mit dieser vermaledeiten Quest anfangen kann. Bis dahin und tschüss.